So, ja, jetzt machen wir weiter, nachdem wir das einfache Perzeptron-Lernen gesehen haben, mit genau einem Perzeptron, Schrägstrich Neuron, als einfaches, sehr einfaches Lernverfahren und schauen uns an, wie man dieses Modell noch weiter treiben kann. Auch wieder inspiriert durch die Biologie, bei der wir gesehen haben, dass die Neuronen miteinander verknüpft sind über die Axonen und die Dendriten. Und es bietet sich also an, zu versuchen, im Computer dasselbe nachzubauen, in der Hoffnung, dass man damit komplexere Probleme lösen kann. Es dreht sich, wir fangen an mit der Definition der linearen Separierbarkeit. Da haben wir in der vorigen Unit mit aufgehört. Und hier formal nennen wir zwei Mengen, x0 und x1, linear separierbar. Zwei Mengen von p-dimensionalen Vektoren aus einem Feature-Raum nennen wir linear separierbar, wenn es p plus 1 reellwertige Zahlen w0 bis wp gibt. Für die gilt, dass für alle x, die in x0 sind, diese Summe hier kleiner als 0 ist und für alle x, die in x1 sind, die gewichtete Summe der Features größer als 0 ist. Wir nehmen hier die erweiterten Gewichtsvektoren wieder. Also das heißt, wo x0 1 ist. Das Ganze jetzt hier grafisch dargestellt. Wir haben es eben schon auch gesehen. Jetzt nochmal mit einem anderen Beispiel auf der rechten Seite. Lineare Separierbarkeit, zum Beispiel von den A's und B's hier als Beispiel im Inputraum bei zwei Features. Die beiden Punktwolken hier sind perfekt zu trennen durch eine Gerade, nicht nur durch eine Gerade, Sie können auch verschiedene Geraden legen, aber es reicht, wenn eine möglich ist. Natürlich ist das hier ein kontinuierlicher Raum, das heißt, Sie können immer irgendeine andere wählen, das heißt, mit der Infinitesimalrechnung wird selbst bei infinitesimal kleinen Abständen zwischen den beiden Punkten oder zwischen mehreren Punkten trotzdem immer noch eine Gerade mehr möglich sein, die man hin und her verschieben kann. Also das heißt, die Zahl der Geraden, die hier möglich sind, ist quasi unendlich. Hier können wir keine Gerade finden. Das Einzige, obwohl diese beiden Punktwolken perfekt voneinander zu trennen sind visuell. Was wir hier aber machen können, ist, wir können Geraden konstruieren. Einfach hintereinander weg, vier Stück, um diese beiden Punktwolken zu trennen. Das ist nicht linear. Und nicht linear separierbar und das bedeutet, es ist aber immer noch separierbar. Und das bedeutet, wir brauchen etwas mehr Power. Der Perzeptron-Algorithmus kann nur eine Gerade lernen, er kann nicht mehr. Und es stellt sich jetzt die große Frage: Kann ich mit einem Mehrebenen-Perzeptron, einem Multilayer-Perzeptron, dieses Problem lösen? Und Minsky hat versucht, nachzuweisen, dass das nicht ginge. Er hat ein sehr einfaches Problem herangezogen, das einfachst mögliche vielleicht, nämlich das Entweder-Oder-Problem, also die XOR-Funktion der Logik. Wir nehmen einfach zwei Boolean-Features, hier x1 und x0, die entweder den Wert 0, falsch oder 1 wahr annehmen können und schauen uns alle Kombinationen daraus an und jede Kombination daraus ist eins unserer vier möglichen Beispiele, die sich für diese beiden Features ergeben. Und die XOR-Funktion gibt uns die Klasse vor. Das heißt, entweder oder, entweder ein x1 oder x2 soll 1 sein, entweder x1 soll 1 sein oder x2 soll 1 sein, keins von beiden, deswegen hier eine 0. Entweder das eine oder das andere, x1 ist 1, x2 ist 0, deswegen ist das 1. Hier umgekehrt und hier, es sind beide 1, deswegen ist die Funktion wieder 0. Das sind dann unsere positiven Beispiele hier und das sind unsere negativen Beispiele. Hier ist der zugehörige Inputraum. Auf der x-Achse sind die x1 abgetragen. Sie können nur zwei Werte einnehmen. Auf der y-Achse sind die x2 abgetragen. Sie können auch nur zwei Werte annehmen. Das heißt, es gibt in diesem Inputraum effektiv nur vier mögliche Punkte, die eingenommen werden können von Beispielen und die sind auch alle belegt. Jedes von einem Beispiel. Das Beispiel x1 ist hier, 0, 0. Das Beispiel x2 ist hier, 1, 0, 1, 0 und 0, 1, wie auch 1, 1.
wie Sie es auch drehen und wenden, Sie werden keine einzelne Gerade finden, die die positiven von den negativen trennt, aber Sie können zwei Geraden finden, diese hier. Und die Frage ist jetzt, kann ein Mehrebenen-Perzeptron dieses Problem lösen? Minsky sagt nein, aber jetzt zeigen wir Ihnen, dass das doch geht. Und das hat letztendlich Rammelhardt rausgefunden, 17 Jahre danach. Wie sieht jetzt ein Mehrebenen-Perzeptron aus? Das sieht jetzt schon ein ganz kleines bisschen komplizierter aus. Wir haben weiterhin diese Perzeptrons hier, in diesem Fall drei Stück. Gucken wir uns dann dieses Zentrale mal an. Sie erkennen das Muster wieder hier. Hier der Knoten, hier die Eingaben von den beiden Features und der Erweiterung. Und hier die Ausgabe. Aber das Ganze dann nochmal analog, wiederum für die Eingaben hier und eine Ausgabe. Und ein drittes Mal hier dienen quasi die Ausgaben der vorigen Perzeptrons plus eine Erweiterung als Eingabe hier wieder. Und vielleicht können Sie jetzt schon sehen, worauf es hinausläuft. Vielleicht aber auch noch nicht. Ich gehe nochmal systematisch durch, von links nach rechts. Hier sind die Features, die wir vorher gewählt haben. Die werden einfach und die erweiterten Feature-Vektoren, hier als erweiterte Feature-Vektoren, das heißt x0 ist immer 1. Wir haben hier die erste Ebene, wir nennen das die Input-Ebene, Input-Layer. Und hier sehen Sie auch eine neue Art von Knoten, die Sie vorher noch nicht gesehen haben, mit dem Gleichheitszeichen, bedeutet einfach nur, dass der Wert, so wie er ist, weitergegeben wird. Dieser Punkt hier, den würde man Fanout nennen zum Beispiel. Und jeder dieser Knoten hat einen sogenannten Fanout und der sorgt einfach dafür, dass der Feature-Wert nicht nur ans nächste Neuron auf derselben Ebene, auf derselben horizontalen Ebene weitergegeben wird, sondern an alle weiteren Neuronen, die noch da sind. Mit Ausnahme natürlich der Erweiterung der nächsten Ebene. Da brauchen wir keinen Wert mit eingeben. Da kommt eine 1 hinein. Dadurch ergeben sich dann diese vermaschten Diagramme, die man allenthalben sieht, auch in den Medien. Und jedes Neuron erhält als Eingabe dann sowohl die Feature-Vektoren als auch die Erweiterung. Hat eine Aktivierungsfunktion, hier die Stufenfunktion, die Heaviside-Funktion, die wir vorher schon gesehen haben. Und das hier ist die zweite Ebene, bildet die zweite Ebene. Und wir nennen das die versteckte Ebene, der Hidden Layer. Und die Ausgaben davon dienen wiederum erweitert. Hier, das ist die Ausgabe des ersten Perzeptron, Y1, Ausgabe des zweiten Perzeptron, Y2. Und das dann erweitert wird in Hidden Layer H mit der 1 hier, um wieder eine neue Gewichtsvektor lernen zu können. Geht dann als Eingabe in die dritte Ebene und das ist die Ausgabeebene. Ein Perzeptron, das die Klasse ausgibt, wahr oder falsch, ja oder nein, Minus oder Plus, wie Sie wollen. Frage. Entspricht diese Erweiterung unserem Theta? Ja, ganz genau. So ist es. Wir erweitern das, damit wir das Theta mit aufnehmen können in den Gewichtsvektor. So ist es. Das ist dann dieses Minus Theta, was Sie vorher gesehen haben. Genau. Gut, dann fangen wir mal mit dem ersten Perzeptron an. Nein, machen wir noch nicht. Wir haben natürlich noch die Gewichte. Entschuldigung, an jedem Perzeptron kleben die Gewichte. Hier an diesem Perzeptron W1, 0 für den Hidden Layer dreimal. An diesem Perzeptron W2, 0, W2, 1, W2, 2 für den Hidden Layer dreimal. Und an diesem Perzeptron dann für den Ausgabelayer nochmal drei Gewichte. Das heißt, wir haben hier 9 Gewichte insgesamt, die insgesamt alle zusammengenommen unsere Hypothese bilden. Spielt dabei nicht wirklich eine Rolle, in welcher Reihenfolge Sie die betrachten. Üblicherweise werden die dann einfach als einen Vektor betrachtet. Der Einfachheit halber wird dann aber in der Darstellung, und auch sehen Sie gleich, das Ganze als Matrix gesehen. Das hier als eine Matrix und das als eine Matrix hier, also in dem Fall wieder ein Vektor. So, ich glaube, jetzt fangen wir an. Ja, genau.
Schauen wir uns das erste Perzeptron einfach mal an, das mittlere Perzeptron des Hidden Layers. Und wir tun einfach mal so, als hätte dieses Perzeptron die Gewichte W1.0, W1.1 und W1.2 für den Hidden Layer gelernt. Und das ist dann in dieser Matrix hier, diese WH-Matrix soll die Gewichte des Hidden Layers aufnehmen, die erste Zeile. Und Sie sehen hier die Werte dieser Gewichte. Nochmal, das ist nicht die, definiert nicht diese Gerade 1 zu 1, sondern es definiert die Normale auf diese Gerade. Daher diese Werte hier. Können Sie sich klar machen. So, und diese Gerade trennt jetzt wunderbar dieses eine positive Beispiel richtigerweise von den negativen Beispielen ab. Aber diese Entscheidungsregel macht auch einen Fehler. Ein positives Beispiel ist auf der falschen Seite. Um dieses positive Beispiel können wir uns, nun ja, mit dieser Gerade nicht direkt kümmern, könnte man sagen. Denn wenn man sich diese anschaut, dann wird man feststellen, dass sie eher suboptimal ist. Sie trennt zwar dieses positive Beispiel von den übrigen, aber wenn das hier der 1-Teil ist und das der 0-Teil, dann macht sie mehr Fehler, als dass sie richtig macht. Bei dieser hier haben wir nur einen Fehler gemacht. Bei dieser hier machen wir gleich 3 Fehler. Nicht das Optimum. Aber wir brauchen sie, denn Sie haben es ja vorher gesehen, wir brauchen ja irgendwie die Möglichkeit, nicht linear diese beiden positiven Beispiele von den negativen zu trennen. Wir brauchen diese beiden Geraden und die sind genau hier jetzt drin. Das sind die Ausgaben und quasi eine Einbettung der Beispiele in einen neuen Raum. Und das ist auch, was Mehrebenen, Perzeptrons und neuronale Netze Ebene für Ebene machen. Sie nehmen die Beispiele, die Eingaben der vorigen Ebene oder der Input-Ebene und betten sie ein in einen neuen Raum, der dann als Input für die nächste Ebene dient. Und wie Sie jetzt hier sehen können, ist es nicht wie durch Magie, sondern wie durch Mathematik jetzt hier so gestaltet, dieser Raum, dass die Ausgaben der beiden Perzeptrons entweder 0 oder 1 annehmen können und die Beispiele, die positiven Beispiele hier, abgebildet werden, eingebettet werden und die beiden negativen Beispiele auf denselben Punkt hier. Das können wir uns auch nochmal klar machen. Wir haben zuerst gesehen, dass das erste Perzeptron diesem positiven Beispiel eine 1 gibt. Das heißt, als positiv klassifiziert und die anderen alle als negativ. Wir wählen das als eine Koordinate des neuen Raums. Und dann sehen wir hier, dass dieses Perzeptron diesen drei Beispielen als zweite Koordinate eine 1 gibt und diesem Beispiel als zweite Koordinate eine 0. Und wenn wir diese dann abbilden in diesen neuen Raum, landen die Beispiele hier. Ist das klar? Okay. Wir haben also nur durch diesen Schritt, und Sie sehen jetzt, die Lösung ist offensichtlich, muss gar nicht viel erzählen. Ja, brauche jetzt nur noch die hier eine mit dem dritten Perzeptron eine neue Gerade zu trainieren oder zu lernen, die die Negativen von den Positiven trennt, und dann haben wir es geschafft. Wir haben die Beispiele sinnvoll voneinander getrennt. Sie sehen also, was in diesem Schritt passiert. Was ist der wesentliche Beitrag dieser mehrebenen Perzeptrons? Sie erlauben es, ein nicht linear separierbares Problem in ein linear separierbares Problem zu verwandeln, indem die Beispiele eingebettet werden in einen anderen Raum, in dem das möglich ist. Oder, und in der Realität ist es natürlich nie so sauber, besser möglich ist als in den Eingaberäumen. Das ist im Prinzip der ganze Kernaspekt des ganzen neuronalen, aller neuronalen Netze. Irgendwie sollen sie etwas nicht linear Separierbares in etwas linear Separierbares verwandeln, damit irgendwann am Ende das Entscheidungsneuron kommen kann oder die Entscheidungsneuronen, die dann
möglichst gut die verschiedenen Fälle voneinander trennen können, um die Entscheidung mit hoher Qualität, mit hoher Effektivität zu treffen. Genau. So, Sie sehen jetzt hier vielleicht, wenn Sie die Zahlen gerne nachrechnen wollen, Sie können sich hier die normalen Gleichungen anschauen. Hier von den beiden Vektoren, hier ist das grün markiert, was der 1-Bereich sein soll. Und hier ist das alles kanonisch, aber bei dieser Gerade hier sind die Vorzeichen verdreht. Obwohl es eigentlich dieselbe Gerade ist, wie wir sie hier schon gesehen haben. Das liegt daran, dass wir ja positiv von negativ trennen wollen. Und der normalen Vektor muss demzufolge jetzt in die positive Richtung zeigen, also hierhin. Das hier ist unser 1-Bereich und das ist unser 0-Bereich. Beziehungsweise dann hier Plus und Minus. Gut, ich denke, hier habe ich alles gesagt. Ja, ne, ich habe noch nicht alles gesagt. Ich denke, wir müssen uns vielleicht diese Konstruktion hier noch anschauen. Gehen wir nochmal auf die linke Seite und fangen nochmal am Anfang an. Ich habe ja gesagt, die Gewichtsvektoren werden einfach als Matrix aufgestellt hier. Das ist diese Matrix hier, WH für den Hidden Layer. Da fassen wir einfach die 6 Gewichte zusammen, so angeordnet, wie wir es hier sehen, als 2x3 Matrix. Und das Ganze wird dann mit jedem Beispiel multipliziert für jedes Perzeptron, beziehungsweise jedes Perzeptron ist quasi eine Zeile in dieser Matrix und die Multiplikation dieser Matrix mit einem Beispiel ergibt dann die Eingaben hier, das heißt diese beiden Koordinaten für den neuen Inputraum für das dritte Perzeptron. Das Ganze wird dann wieder erweitert. Das heißt, die Matrixmultiplikation ist hier einfach Zeile mal Spalte, Zeile mal Spalte und wir halten zwei Zahlen, die dann wieder in einer 2x1 Matrix oder in einem 2-Vektor drinstecken. Auf der dritten Ebene haben wir jetzt diesen 2-Vektor hier. Also das heißt, die Ausgabe dieser Funktion hier ist dieser 2-Vektor. Und den müssen wir wieder erweitern, so wie hier zu sehen, um das Ganze multiplizierbar zu machen mit dieser Matrix hier, einer 1x3 Matrix, die Gewichte der dritten Ebene, der Output-Ebene darstellt. Ansonsten würde die Multiplikation nicht funktionieren, die Matrix-Multiplikation. Da auch wieder die Heaviside-Funktion angewandt, um die Entscheidung zu treffen und das ist dann die gesamte Modellfunktion. Sie sehen jetzt hier einen Unterschied, kleine Heaviside-Funktion, großgeschriebene Heaviside-Funktion. Hier, und das steht auf der Bemerkungsfolie danach, machen wir einen kleinen Kunstgriff, wir überladen die Funktion und um sie voneinander zu unterscheiden, machen wir einfach den Buchstaben groß, indem wir die Heaviside-Funktion für Vektoren oder für Matrizen zulassen. Und das heißt, sie hat hier eine andere Eingabe und die Ausgabe, die dann erzeugt wird von der großgeschriebenen Heaviside-Funktion, ist einfach für jede Zeilen-Spalten-Multiplikation der Matrix-Multiplikation ein einzelner Wert, das Ganze dann wieder transponiert. Also das heißt, es ist einfach mehrfach Anwendung der Heaviside-Funktion, wie Sie sie schon kennen. Genau, und ja, jetzt stehen wir vor dem Problem, das Sie eben schon vorweggenommen haben. Jetzt haben wir diese ganzen Gewichte hier, diese WH-Gewichte und diese WO-Gewichte, also diese hier. Irgendwie sind sie vielleicht wahrscheinlich am Anfang zufällig initialisiert. Hier sind die Gewichte jetzt vom Himmel gefallen. So funktioniert es definitiv. Aber wie soll man das denn lernen? Insbesondere, wie soll man dieses Perzeptron mit dem Perzeptron-Training-Algorithmus trainieren, wenn man jedes Mal wieder dieses und dieses Perzeptron trainieren muss? Denn abhängig davon, wie die Gewichte für dieses Perzeptron und dieses Perzeptron eingestellt sind, kommt hier gegebenenfalls etwas anderes heraus. Das heißt, wir haben hier eine völlige Abhängigkeit der Gewichte und wir haben keine Chance, diese Gewichte insbesondere hier zu optimieren, weil die Stufenfunktion, die hier als Aktivierungsfunktion verwendet wird, nicht differenzierbar ist.
Wir sehen nur, ob die Grade, die wir gerade haben, die Beispiele richtig oder falsch klassifiziert. Aber wir sehen nicht, in welche Richtung wir die Grade wirklich verschieben müssen, um die Beispiele richtiger zu klassifizieren. Insbesondere nicht in der Situation, in der wir uns hier befinden. Denn zwar können wir dieses Perzeptron trainieren auf Basis der Ausgaben von diesen Perzeptrons, aber diesen werden als fix angenommen. Die Gewichte hier ändern sich nicht. Wenn sich hier die Gewichte ändern, müssen sich auch die Gewichte wieder entsprechend ändern. Diese Abhängigkeit lässt sich so nicht abbilden. Und dafür brauchen wir dann das Verfahren, das Backpropagation heißt, das wir heute in der Vorlesung noch nicht hernehmen. Um die Backpropagation möglich zu machen, müssen wir zuerst die Nichtdifferenzierbarkeit überwinden. Und das ist dann genau das Zweite, was wir machen. Wir tauschen die Aktivierungsfunktion aus. Und ich habe es gesagt, es passiert jetzt etwas, was Sie schon gesehen haben, von der linearen zur logistischen Regression. Nun ja, wir können ja die Stufenfunktion einfach durch eine Funktion austauschen, die so ähnlich aussieht wie eine Stufenfunktion. Und die haben Sie schon gesehen, das ist die Sigmoidfunktion. Die ist ungefähr stufenförmig, aber differenzierbar und abhängig davon, auf welcher Seite man sich vom Nullpunkt der Funktion befindet, beziehungsweise vom 0,5-Punkt der Funktion, hat man eine differenzierbare Aktivierungsfunktion und kann aber trotzdem eine Entscheidung daraus generieren. Die Sigmoid-Funktion ist hier nochmal wiederholt, aber die kennen Sie schon, 1 durch 1 plus e hoch minus z. Und wir setzen für das z dann einfach wieder das Skalarprodukt aus Gewichtsvektor, transponiertem Gewichtsvektor mit erweitertem Inputvektor ein. Man kann auch eine alternative Funktion heranziehen, das ist der Tangenshyperbolikus. Und es gibt vielleicht noch eine ganze Reihe weiterer Aktivierungsfunktionen, die inzwischen studiert und ausprobiert wurden. Das hat dann verschiedene Vor- und Nachteile, will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber Unterschiede, die sich daraus ergeben, sind dann eventuell, kommt eine 0 oder 1 heraus, kommt eine minus 1 oder 1 heraus und das kann je nach Lernproblem vielleicht einen Einfluss haben. Aber im Großen und Ganzen sind die Charakteristiken der Funktionen leicht anders. Sie machen aber alle ungefähr dasselbe wie die Heaviside-Funktion. Sie sind eine nichtlineare, stufenförmige Funktion hier. Genau, die Ableitung also der Sigmoid-Funktion ist hier nochmal gegeben, der Vollständigkeit halber. Haben Sie aber auch teilweise schon vorher gesehen bei der logistischen Regression. Und dann möchte ich jetzt nochmal vielleicht darauf eingehen, was denn die verschiedenen Aktivierungsfunktionen, die man in einem einfachen Perzeptron und in einem mehrebenen Perzeptron verwenden kann, für Auswirkungen haben. Die erste Erkenntnis, die man haben kann, ist, dass wenn ich eine lineare Aktivierungsfunktion wähle, das heißt einfach die Identitätsfunktion, die steigt mit dem Funktionswert der gewichteten Eingaben hier, also die im Prinzip einfach nur ansteigt linear, genau wie bei der linearen Regression auch, dann erhalte ich im Prinzip eine Situation, die mit dem ich beim Perzeptron-Algorithmus quasi die lineare Regression nachbilde. Das heißt, der Perzeptron-Algorithmus verhält sich so wie eine lineare Regression. Bei der Stufenfunktion, der Heaviside-Funktion, erhalte ich den Perzeptron-Training-Algorithmus oder den Perzeptron-Algorithmus und bei der Sigmoid-Funktion erhalte ich die logistische Regression. Also wenn ich ein Perzeptron nehme und die Aktivierungsfunktion entsprechend austausche, erhalte ich entweder die lineare, das Perzeptron-Training entweder auf die lineare Regression reduzieren, auf den Originalalgorithmus oder auf die logistische Regression. Das Interessante ist, was passiert in der Mehrebenen-Situation? Wenn ich ein Multilayer-Perzeptron heranziehe und die Perzeptrons hier mit linearen Aktivierungsfunktionen ausstatte, dann gewinne ich nichts im Vergleich zur einfachen linearen Regression. Warum ist das so? Das ist hier auf der Bemerkungsfolie direkt dahinter ausgeführt.
Wenn ich eine lineare Aktivierungsfunktion verwende, die ich auf mehrere Knoten eines Multilayer-Perzeptrons aufteile, dann kann ich diese komplexe lineare Aktivierungsfunktion durch eine einfache lineare Aktivierungsfunktion ersetzen, durch eine einfache lineare Funktion. Und das Ganze ist hier nochmal dargelegt. Sie sehen jetzt hier bei einem Zwei-Ebenen-Perzeptron die Multiplikation der Gewichte des Hidden Layers mit dem Beispiel und die Multiplikation der Ausgabe davon mit den Gewichten des Output Layers. Das Ganze dann hier nochmal ausführlich und aufgelöst, die Matrix-Multiplikation aufgelöst, x1 ausgeklammert, denn wir haben jetzt hier eine Situation, dass dieses Gewicht mit dieser Zeile hier multipliziert wird und dieses Gewicht mit jener Zeile, das schreiben wir einfach hintereinander. Wir klammern x1 aus, weil x1 zweimal vorkommt und sehen dann das hier als Faktor. Und nun ja, das ist einfach eine Linearkombination von vier Gewichten. Und warum sollte man diesen Wert nicht auch direkt lernen können? Dann können Sie ja einfach den durch das Gewicht W1 ersetzen und direkt lernen mit der linearen Regression. Damit sehen Sie, dass es nichts bringt, die lineare Aktivierungsfunktion in einen Mehrebenen-Perzeptron hineinzuschmeißen. Bei der Stufenfunktion, der Heaviside-Funktion, haben wir das Problem, das wir eben schon angerissen haben, dass wir nicht differenzieren können. Wir wissen nicht, wie wir diese Perzeptrons optimieren sollen, damit diese Perzeptrons sehr gut funktionieren und haben keine Chance, die verschiedenen Hyperebenen, die es in die Räume zu legen gilt, zu optimieren, und zwar gleichzeitig. Die einzige Aktivierungsfunktion, die uns das ermöglicht, ist eine differenzierbare Aktivierungsfunktion, die nicht linear ist, zum Beispiel die Sigmoidfunktion oder der Tangens-Hyperbolicus. Und wenn wir ein Mehrebenen-Perzeptron mit dieser Aktivierungsfunktion ausstatten, dann können wir diese gesamten Gewichte hier, des gesamten Netzwerks, per Gradientenabstieg, wie gehabt, optimieren. Wie gehabt, in Anführungszeichen, da gibt es noch ein paar Details zu diskutieren. Mithilfe eines Mehrebenen-Perzeptrons, und das ist das Letzte für heute, können wir dann auch Klassifikationsprobleme sehr leicht angehen, die unbeschränkt sind. Was ist ein unbeschränktes Klassifikationsproblem? Erstens, wir haben einen Vektor von Klassen. Jedes Beispiel kann einer oder mehrerer Klassen angehören. Das heißt, wir haben außerdem noch eine Situation, nicht nur einen Vektor von Klassen, sondern dass jedes Beispiel, ich habe es gerade schon gesagt, warum wiederhole ich es, mehreren Klassen angehören kann. Wir haben eine Multilabel-Klassifikation an der Stelle. Alles, was wir in diesem Zusammenhang machen müssen, ist es, einfach nicht nur einen Perzeptron in die Output-Ebene zu legen, sondern mehrere. Ein Perzeptron für jede Klasse, die wir zu klassifizieren suchen. Und auf diese Weise können wir parallel Beispiele für verschiedene Klassifikatoren für verschiedene Klassen oder die Unterscheidung von verschiedenen Klassen trainieren. Hier aufgrund der einfachen Visualisierbarkeit wieder das Zweiklassenproblem, eine nicht sehr leicht trennbare Menge von Klassen, also eine nicht linear separierbare Menge von Punkten, die zwei Klassen bilden. Und die Hyperebene, die wir eigentlich hier im Inputraum lernen müssten. Und wenn wir jetzt uns wieder die Sigmoid-Funktion hier anschauen, wie sie diese Beispiele trennt, eine optimierte Sigmoid-Funktion, dann können wir wieder eine Hyperebene identifizieren beim 0,5-Wert der Sigmoid-Funktion, die genau diese Ebene im Inputraum abbildet hier. Genauso wie Sie schon vorher gesehen haben in der Unit From Regression to Classification. Wie wir diese Funktion nun optimieren, das ist dann Gegenstand der nächsten Vorlesung. Vielen Dank.